Exzellenzen, verehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Tiergartenkonferenz. Namens der Friedrich-Ebert-Stiftung darf ich Sie als deren Vorsitzender sehr, sehr herzlich willkommen heißen. Das 9. Mal treffen wir uns unter diesem Begriff Tiergartenkonferenz, um über kooperative Außenpolitik miteinander zu diskutieren, um multilaterale Ansätze zu suchen, um Sicherheitspolitik miteinander zu besprechen und darum, Verständigung und Miteinander wieder stärker in den Vordergrund der internationalen Politik zu rücken. Dieses Jahr ist ein besonderes. Die Corona-Bedingungen erzwingen diese indirekte Form der Diskussion. Umso herzlicher bedanke ich mich dafür, dass Sie dafür zur Verfügung stehen. Ich will auch ein herzliches Dankeschön sagen an alle, die die Technik ermöglicht haben, dass wir über 5 Kontinente hinweg auf diese Art und Weise diese Konferenz abhalten können. In der Tat, man könnte sagen, ihr redet über kooperative Außenpolitik und Sicherheitspolitik. Ist nicht die Wirklichkeit auf dieser Welt eine ganz andere? Ja, das ist sicher so, dass man mit vielerlei Blickwinkeln fast verzweifelt sein könnte über Rückschritte, die wir erleben müssen in der Zusammenarbeit der Völker und ihrer Regierungen. Aber wenn wir uns zurückerinnern an den KSZE-Prozess beispielsweise, an den langen Weg, bevor es vor 30 Jahren zu der Pariser Charta gekommen ist, dann sehen wir, in mindestens genauso schwierigen, kooperativ nicht gerade geprägten Zeiten sind große internationale Erfolge, große Abkommen möglich gewesen. Und das sollte uns Mut machen, dass wir wieder nach einem stärkeren Miteinander suchen. Deshalb danke für Ihre Mitwirkung und danke dafür, dass Sie sich dieser Thematik stellen. In dem heutigen Panel, aber auch in 4 weiteren, die in den kommenden Tagen folgen werden. Ich freue mich darüber, dass wir heute gleich zum Auftakt dieser Tiergartenkonferenz ganz hochkarätige Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Podium begrüßen dürfen. Ich begrüße zu meiner Rechten auf der Bühne Frau Prof. Dr. Hertha Dolbleck-Mehlin, ehemalige Bundesministerin der Justiz und in vielfältiger Weise auch außenpolitisch und international rechtlich unterwegs. Herzlichen Dank fürs Mitwirken. Mein Gruß geht nach Wien an den Botschafter Thomas Kremminger, ehemaliger Generalsekretär der OSZE. Ich danke Ihnen sehr, Herr Botschafter, dass Sie mit dabei sind. Und ich grüße nach Washington sehr herzlich Heather A. Conley, Senior Vizepräsident für Europa, Eurasien und die Arktis. Auch Ihnen nach Washington einen ganz besonders herzlichen Gruß. Einen Gruß schicke ich auch nach Frankreich an den ehemaligen Außenminister Hubert Vetrin. Schön, dass Sie mitwirken. Sie sind ja ein langjähriger Gast auch dieser Konferenzen. Und ich heiße herzlich willkommen Reinhard Grumm, den Leiter unseres FES-Büros in Wien, der auch entscheidend an der Vorbereitung mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mitgewirkt hat. Und der zusammen mit Globsec, unseren Partnern aus Bratislava, für diese Konferenz und die Ideen dazu verantwortlich zeichnet. Es ist schön, dass wir eine Moderatorin gewinnen konnten, die ganz große internationale Erfahrung in ihrer journalistischen Tätigkeit hat. Bei uns hier in Berlin heiße ich Christine Hoffmann, die für den Spiegel arbeitet in Deutschland. Herzlich willkommen. Bedanke mich dafür, dass sie durch diese Konferenz führt. Jetzt bleibt mir nur noch Ihnen allen noch mal Dank zu sagen, Anerkennung für Ihr Engagement. Und uns allen wünsche ich erkenntnisreiche, voller Anstöße geprägte Tage und Diskussionen. Vielen Dank und viel Erfolg. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu dieser ganz besonderen Tiergartenkonferenz hier in Berlin und an vielen anderen Orten, wie Sie von Kurt Beck schon gehört haben. Zu Anfang, bevor wir einsteigen können, noch ein paar technische Dinge. Das
Online-Format macht es dieser Veranstaltung natürlich schwerer, Sie und Ihre Reaktionen in unserer Diskussion zu berücksichtigen. Aber wir haben eine Reihe von Kanälen da vorbereitet. Zum einen ist das unsere Chat-Funktion auf der Konferenz-Homepage. Unter dem Livestream finden Sie die, wenn Sie sich vorher angemeldet haben. Bitte denken Sie daran, dass es diesen Chat nicht für alle Sprachversionen gibt und dass es deshalb am besten ist, Sie stellen dort Ihre Kommentare auf Englisch ein, um besser kommunizieren zu können. Fragen können Sie aber in allen Sprachen, die wir hier haben, Deutsch, Englisch und Französisch. Und diese Fragen werden dann hier auf dem Panel eingespeist, zumindest in einer Auswahl, sodass Sie auch sich an der Diskussion beteiligen können. Dann wird dieser Chat zu Dokumentationszwecken gespeichert. Also das ist eine Information für Sie, dass Sie das wissen. Aber die Fragen, die wir hier im Podium an das Podium weiterleiten und stellen, werden nicht einzelnen Personen oder Nutzern zugeordnet. Dann haben wir, um Ihre Stimmungslage, was die Sicherheit in Europa und der Welt angeht, auch zu testen und abzurufen, eine Mini-Umfrage vorbereitet. An der können Sie teilnehmen. Sie ist auf der Konferenzseite verlinkt. Über das Tool Tweetback wird sie durchgeführt. Und wir hoffen, dass wir Ihnen dann hier noch im Rahmen unserer Diskussion und unseres Gesprächs auch Ergebnisse präsentieren können. Sie besteht aus 4 Fragen und die Beantwortung sollte allerhöchstens 3 Minuten dauern. Das waren also die technischen Abkündigungen. Herr Beck war so freundlich, die Teilnehmer unseres Panels schon vorzustellen. Ich werde das also jetzt nicht noch einmal tun, begrüße Sie aber sehr herzlich hier in Berlin, Frau Däubler-Gmelin, nach Wien, nach Washington und nach Paris. Und ich freue mich auf die Diskussion. Als allererstes gebe ich aber das Wort noch mal an Reinhard Krumm, den Leiter des FES-Büros in Wien, der im vergangenen Jahr mit anderen zusammen die Kampagne für kooperative Sicherheit gestartet hat und dafür jetzt einen Input liefert. Reinhard. Ja, vielen Dank. Ich möchte ganz kurz die kooperative Sicherheitsinitiative vorstellen. Sie sehen das bei mir im Hintergrund in englischer Sprache. Ich werde weiter auf Deutsch sprechen. In klassischer Manier, wer, was, wann, wo, warum, aber konzentriert auf 3 Fragen. Was ist CSI? Es ist eine Initiative aufgrund der schlechten europäischen Sicherheitslage, die wir im Augenblick haben. Darüber, glaube ich, müssen wir nicht diskutieren. Und kooperative Sicherheit ist etwas, was in der Pariser Charta vor 30 Jahren der CSCE, Conference on Security and Cooperation in Europe, so formuliert worden ist, dass die Sicherheit in Europa unteilbar ist und man dann dafür natürlich Kooperation braucht. Ohne Frage ist das nicht im Augenblick der Zeitgeist und vielleicht gerade deshalb haben wir diese Initiative begonnen. Wer nimmt daran teil? Es sind 18 Experten aus dem OSZE-Raum, in diesem Falle tatsächlich von den USA bis nach Russland, aber eben auch mit Georgien und anderen Ländern, die sich in mehreren Treffen dazu geäußert haben. Die haben sich Gedanken gemacht. Und dahinter stehen tatsächlich 2 Thinktanks. Das ist GlobeSec, ein zentraleuropäischer Think Tank aus der Slowakei. Es ist die Friedrich-Ebert-Stiftung und es wurde auch unterstützt von Thomas Gremminger, dem ehemaligen Generalsekretär der OSZE, der ja auch heute daran teilnimmt. Wir haben diese Initiative auf 3 Säulen aufgebaut. Zum einen haben wir, und darüber gebe ich Ihnen Auskunft, eine Umfrage gestartet, die nicht repräsentativ ist, aber an der etwa 300 Experten, Studenten, die sich mit europäischer Sicherheit beschäftigen, Diplomaten, Politiker beteiligt haben. Das ist recht konzentriert. Wir haben diese Fragen aufgeteilt in 3 Gruppen, wie Sie hier sehen. Also zum einen ist es der Status quo. Wie wichtig ist das eigentlich? Wie schlecht oder auch wie gut steht es um die europäische Sicherheit?
gibt es Möglichkeiten, anders vorzugehen? Und welche Möglichkeiten gibt es schließlich und endlich, um Kooperation voranzubringen im Bereich europäischer Sicherheit? Die erste Frage, das hat etwas mit Urgency zu tun. Wir sind da recht resolut vorgegangen, nämlich die Frage, ob man sich einen möglichen atomaren Austausch vorstellen kann. Und Sie sehen das No dick. Das heißt, die meisten haben schon mit Nein geantwortet. Aber auf der gleichen Seite sehen Sie auch, Yes und Maybe ist nicht zu unterschätzen. Mit anderen Worten, wir leben in einer europäischen Sicherheitslage, wo der nukleare Austausch mit Waffen nicht mehr gänzlich ausgeschlossen wird. Wir haben dann gefragt, wo sind die Herausforderungen, wo wäre eigentlich kooperative Sicherheit notwendig? Und Sie sehen es hier, es sind die klassischen Themen Klima, Migration, aber eben auch Cyber Threat und andere Dinge, die man tatsächlich wohl eher zusammen als national lösen kann. Wir haben dann zusätzlich die Frage gestellt, die immer wieder kommt, inwieweit die USA, selbstverständlich durch NATO-E gebunden, als auch Russland Teil einer europäischen Sicherheitsordnung ist, gedacht in den Grenzen der OSZE, wo ja neben den europäischen Staaten auch die USA und Kanada dabei sind. Und beide Fragen, ohne ins Detail zu gehen, wurden mit Ja beantwortet, aber immer mit dem Zusatz, wenn denn das geschieht. Und das gilt sowohl für Russland als auch für die USA. Schließlich und endlich, und das ist auch der letzte Punkt hier, haben wir gefragt, und das ist der Blick nach vorne, wie man sich denn die Sicherheit vorstellen kann in Europa. Ist es kooperativ? Ist es einfach unsicher? Ist es ein bisschen unsicher oder ist es ein bisschen sicher? Und hier ist kooperative Sicherheit nicht als Sieger bei der Umfrage hervorgegangen, aber es hat eine solide Unterstützung und darüber wollen wir heute diskutieren. Ja, vielen Dank, Reinhard Krumm. Und ich würde gerne einsteigen in unsere Diskussion mit einer Bestandsaufnahme, also der Frage an die Panelisten, wie sie im Moment die Sicherheitslage, vor allen Dingen mit Schwerpunkt Blick auf Europa, einschätzen. Wir haben ja in den letzten 25, 30 Jahren zwei, würde ich sagen, einschneidende Veränderungen gesehen. Zum einen natürlich das Ende des Kalten Krieges mit der Auflösung des Warschauer Paktes und dem großen Optimismus, was die Zukunft von Sicherheit und Demokratie weltweit angeht, der daraus folgte. Und dann in den letzten Jahren eine Zunahme von internationalen Krisen, auch systemischen Krisen, der Krise des Multilateralismus, der Krise des transatlantischen Verhältnisses, verstärkt nochmal durch die Wahl von Trump. Dann der Aufstieg Chinas mit dem Anspruch, auch über China hinaus gestaltend in der Welt einzugreifen, neue Krisen oder neue Herausforderungen wie Migration, Pandemien, die Cyberbedrohung, eine neue Generation von Waffen, auch Atomwaffen, die nochmal das gesamte Abschreckungssystem in Frage stellen. Also wir leben in einer Zeit einer nochmaligen sicherheitspolitischen Wende hin zu vermutlich sehr viel unsicheren Zeiten. Und ich würde gerne die erste Frage an den ehemaligen französischen Außenminister stellen nach Paris. Ihr Präsident hat für die NATO den Hirntod diagnostiziert. Wie sehen Sie im Moment die Sicherheitslage in Europa? Wie sicher ist Europa? Soll ich Französisch sprechen? Können Sie mich hören? Und werde ich gedolmetscht? Sagen Sie mir das bitte. Ja, Sie werden gedolmetscht und wir können Sie hören. Wunderbar, umso besser. Ja, vielen Dank zunächst mal für die Einladung. Die Frage nach der Sicherheit in Europa. Ist Europa sicher? Ich erinnere daran, dass seit dem Zweiten Weltkrieg auf Nachfrage der Europäer die Sicherheit in Europa eigentlich garantiert wurde von der Atlantischen Allianz.
Und selbst als General de Gaulle vor langem schon aus dem integrierten System herausgegangen ist, weil er glaubte, dass die großen Länder sich in diesem integrierten System nicht den Platz verschaffen können, den sie haben möchten, hat das dann in Frage gestellt. Also die Atlantische Allianz, die die Sicherheit über den Artikel 5 in dieser Zone gewährleistet. Hat sich das geändert? Nein. Selbst die europäischen Länder, die sich wie Frankreich und Deutschland auch immer mehr wünschen, dass die Europäer stärkere Bemühungen anstrengen im Bereich der Sicherheit, so glaubt doch niemand, dass dies das transatlantische Bündnis ersetzen kann, angesichts der großen Bedrohungen und angesichts wirklicher Kriege und Invasionen. Also das heißt, dass die grundlegende Struktur nicht geändert worden ist. Jetzt gibt es eine allgemeine Stimmung, die je nach Periode mal eher positiv und eher beängstigend ist, wie im Augenblick. Und die Sicherheit gegenüber der traditionellen Bedrohung hat sich eigentlich nicht geändert. Aber in einigen Bereichen, die auch mit der Sicherheit verknüpft sind, in gewisser Weise, die aber nicht von einer Organisation behandelt oder abgedeckt werden, wie beispielsweise der Terrorismus. Das hängt ja von militärischen Operationen ab. Auch die Diplomatie kommt zum Einsatz. Also die großen Migrationsbewegungen, die illegale Migration. Wie und wo soll das behandelt werden? Im Bereich der Sicherheit gibt es auch alles an Maßnahmen, was unter dem Artikel 5 liegt, zum Beispiel Cyberbedrohungen oder Angriffe. Und da ist die Lage weniger klar. Im Gegensatz zu dem, was die Europäer und der Westen nach dem Ende der Sowjetunion gedacht hatten, sind wir jetzt nicht wirklich in einer Völkergemeinschaft. Wir sind in einer Welt mit Wettbewerb, mit Konflikten, mit sehr viel nach hinten gewandter Politik, die also die alten Vereinbarungen in Frage stellen. Insbesondere zum Beispiel auch im Mittelmeer haben wir da eine aktuelle Situation. Also in dieser Zone haben wir die Großmächte, die es interessanter finden, zusammenzuarbeiten als nicht. Die Antwort auf diese Frage liegt nicht auf der Hand. Wenn die größten Länder der Ansicht sind, dass Zusammenarbeit besser ist und die Zusammenarbeit denen auch aufgedrängt werden muss, die nicht möchten, oder wenn es eine große Bewegung in Richtung Kooperation gibt, dann schaffen es die Länder im Rahmen der UNO zusammenzuarbeiten oder auch im Rahmen der OSZE, die ja eigentlich für Sicherheit noch besser geeignet ist für Europa. Wenn jetzt aber die öffentliche Meinung, die Völker nicht mehr daran glauben oder beeinflusst werden von Regierungen oder politischen Bewegungen, die das nicht für eine richtige Methode halten, dann befinden wir uns in einer Situation wie der gegenwärtigen, wo man nicht mehr genau weiß, wohin die Reise geht. Man weiß natürlich, was aus der vergangenen Politik geworden ist, vor allen Dingen nach dem dritten Mandat von Putin. Da ändert sich etwas. Dann haben wir auch die türkische Politik. Wir haben die chinesische Politik. Das ist etwas weiter weg. Und wir wissen auch nicht genau, was aus der amerikanischen Politik wird. Also dieser Wille, zusammenzuarbeiten, um gemeinsam Lösungen zu finden für die großen Fragen der Sicherheit in Europa, das wird dann im September 2020 vielleicht zu einer Mehrheit werden. Wir haben natürlich die Wahlen in Amerika, die ein großes Fragezeichen darstellen. Und nun müssen wir mal schauen, was die Europäer hier tun können, also die Mitgliedstaaten der OSZE, solche Institutionen, um zu handeln, so gut wie es in diesem Zusammenhang möglich ist. Vielen Dank. Vielleicht erst mal soweit hier, Frau Conley in Washington. Ich habe Herrn Vedrine so verstanden, dass er sagt, es gibt viele neue Herausforderungen, aber grundsätzlich hat sich die Sicherheitslage Europas nicht geändert. Stimmen Sie ihm zu? Können sich die Europäer weiterhin auf die USA verlassen, wie das vor 10, 20 oder 30 Jahren der Fall war?
Schönen guten Tag und ganz herzlichen Dank für die freundliche Einladung, heute Nachmittag an der Tiergartenkonferenz teilnehmen zu dürfen. Vielen Dank an meine Kollegen, an die Friedrich-Ebert-Stiftung. Herzlichen Dank. Kurzes Vorwort. Für mich besteht die Herausforderung darin, Ihnen zu sagen, wie die amerikanischen Wahlen ausgehen werden in den nächsten 47 Tagen oder so. Puh, weiß ich nicht. Kann ich nicht beantworten. Vor mir liegt auch keine Kristallkugel. Aber ich gehe davon aus, dass Joseph Borrells Kommentar vor ein paar Tagen ganz genau beschrieben hat, wie die Sicherheitsdilemma sich in Europa darstellt. Ihre Nachbarschaft steht in Flammen, ob das im östlichen Mittelmeer der Fall ist oder in Osteuropa. Sie stehen vor großen Herausforderungen und das kann man gar nicht in Frage stellen. Auch militärisch gesehen wird die Arktis von größerer Bedeutung werden. Deswegen steht für Europa vor ganz besonders großen Herausforderungen. Ich denke, wir alle fühlen uns im Moment sehr unsicher, weil wir 30 Jahre zurückblicken zu der Zeit, als die Charta von Paris unterzeichnet wurde. Und der Schlussakt der Pariser Charta wurde eigentlich bis jetzt nicht weiter vorangetrieben. Es gibt ein internationales System, wo die USA nicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen für die Unstabilität und, wie in der Charta von Paris versprochen, mehr Verantwortung für und mit Europa zu übernehmen. Die USA versteht auch strategisch nicht mehr, welche Führungsrolle in der Welt überhaupt gespielt werden soll und von wem und für wen. Deswegen schwankt die USA zwischen zwei Systemen hin und her, einem starken System von Handelsbeziehungen und Allianzen, das vor 70 Jahren geschaffen wurde, um internationale Stabilität zu garantieren, wo internationale Gesetze, wenn sie gebrochen werden, bestraft werden, und dem jetzigen System, wo es Konkurrenten gibt, zum Beispiel in China. Aber wir denken, dass unsere Großzügigkeit nicht erwidert wurde, dass wir ausgespielt wurden, dass unsere Allianzpartner nicht die Verantwortung darin übernommen haben, diese Stabilität aufrechtzuerhalten, die wir damals geschaffen haben. Präsident Trump hat diese Entwicklung noch sehr beschleunigt, und zwar auf dramatische Art und Weise. Dieses kooperative System wird aufgelöst, und durch ihn wurden diese Tendenzen, die seit 20 Jahren schon unterschwellig existiert haben, wurden vor ihnen noch verstärkt. Was unsere wirtschaftliche und friedenspolitische Stabilität anbelangt, befinden wir uns nun jetzt in einer viel unsicheren, sicheren Situation. Im Nahen Osten, im Mittelmeerbereich und auch im Nahen Osten gibt es jetzt mehr Probleme. Europa hat sich mehr konzentriert auf die anderen Staaten als die USA in der unmittelbaren Nachbarschaft, und dort gibt es viele Krisen. Deswegen ist die USA nicht mehr der unzweifelhafte Partner Europas, vor allem im Moment. Und deswegen fühlt es sich so an, dass diese Wahl so wichtig auch ist, auch in den USA für das internationale System. Denn wir fragen uns, wird die USA wieder zurückfallen in die Situation, in der sie sich befand? Und Joe Biden sagt, es geht nicht um Restauration, sondern um Reform. Und die Weiterführung der Trump-Regierung wird natürlich so gesehen, dass man damit leben muss, dass man zu erwarten hat, die Isolation der USA weiter vorangetrieben wird. Die NATO sieht sich zwischen diesen zwei Welten gefangen seit 3,5 Jahren. Aber der Frust der USA der NATO gegenüber ist in den letzten 10 bis 15 Jahren noch weiter verstärkt worden. Und damit möchte ich vielen Dank, das waren wirklich sehr interessante Einsichten, Frau Däubler-Gmelin. Wir haben gehört, Europa steht nicht mehr im Fokus der USA sicherheitspolitisch. Eine USA, die auch verunsichert ist in ihrer eigenen Führungsrolle in der Welt. Was heißt das für Europa und seine Sicherheit? Vielen Dank.
zunächst für diese tolle Konferenz und für die Einladung. Sie sehen, es ist hier in Berlin extrem warm. Ich glaube, das ist ein guter Übergang zu der Zeit, in der wir jetzt sind. In der Tat ist ja alles das, was wir bisher gehört haben, völlig richtig. Wir haben eine Situation einer stärkeren Renationalisierung. Der Schutz in Anführungszeichen der USA schwächelt seit 20 Jahren und wird von Trump beschleunigt. Auch, sagen wir mal, diese Haltung der Schuldzuweisung wird immer deutlicher. Und die Regierungen im Augenblick sind, glaube ich, weltweit mit einigen Ausnahmen zusätzlich unter Stress, allein schon wegen der Corona-Pandemie. Ich würde gerne die Sicherheitsdiskussion noch etwas erweitern. Für mich ist europäische Sicherheit oder Sicherheit ohne Recht gar nicht denkbar. Und was ich zurzeit beobachte, ist, dass wir auch in Europa, aber auch im transatlantischen Verhältnis, aber auch wenn wir nach Russland schauen, auch wenn wir in den Menschenrechtsrat schauen, auch wenn wir auf die UN-Ebene schauen, dass wir eine große Zahl von Mindestnormen haben, von denen wir gesagt haben, jawohl, so soll das in der internationalen Sphäre sein. So könnten diese Mindestnormen auch ein Minimum an Sicherheit schaffen, auf allen Gebieten. Aber dass wir zurzeit immer stärker, und das ist auch ein Prozess, der schon seit längerer Zeit läuft, seit längerer Zeit sehen, dass hier so getan wird, okay, also die gibt es zwar, und wenn es mir nützt, dann wende ich das an. Aber wenn ich dann sehe, es gibt einen anderen Vorteil oder vielleicht einen anderen Vorteil, dann akzeptiere ich das nicht mehr. Und ich würde nicht meinen, dass wir hier mehr als graduelle Unterschiede sehen könnten. Also es ist ja, wir gucken sehr gerne nach Russland, mit Recht, gar keine Frage. Wir schauen auch in die USA. Wenn ich mir da das Beispiel des Internationalen Strafgerichtshofs nehme, dann tun wir das auch mit Recht, übrigens auch schon seit 20 Jahren. Allerdings jetzt auch noch mit einer zusätzlich feindseligen Haltung, die wir vor 10 Jahren so noch nicht hatten. Insofern stimme ich der These zu, dass also Trump noch vieles beschleunigt. Aber wir brauchen auch gar nicht so weit zu gehen, sondern wir haben auch bei uns in Europa im Augenblick die Situation, dass dann, wenn man meint, Recht oder Werte oder Vereinbarungen nützen, dann wendet man sie an. Und wenn man der Meinung ist, man könnte den anderen austricksen, dann stellt man sie in Frage oder man tut es nicht. Ich will am Schluss noch 2 Beispiele nehmen, einfach um zu sehen, dass das, was wir tun müssen, in Europa beginnen muss, und zwar sehr deutlich in Europa beginnen muss. Und hier haben die Franzosen und die Deutschen natürlich auch eine gemeinsame Aufgabe. Das ist, dass wir die Grundnormen der Europäischen Union wieder richtig durchsetzen. Das ist ja sehr häufig nicht der Fall. Und jetzt nehme ich einen Bereich, wo sich Recht und Sicherheit miteinander verbinden. Wie kann es sein, dass 2 NATO-Staaten unter Beteiligung von 2 EU-Mitgliedern sich in dieser Weise angehen, wenn es um Gasvorkommen in einer gemeinsamen Region gibt? Ich meine jetzt natürlich die Inseln Türkei, Griechenland, Zypern. Das heißt, hier haben wir die Situation, dass Sicherheit durch Recht und Institutionen gewährleistet werden könnte, dass wir uns aber einer Gewissensklerose ausgesetzt sehen und dass ich feststelle, dass da keineswegs alleine die Chinesen oder unsere Freunde die Russen, sondern selbstverständlich auch unsere Freunde die Amerikaner im Grunde genommen gerne dabei sind, hier Spaltpilze ein bisschen zu verstärken. Mein erstes Fazit ist, Sicherheit muss sein, Recht gehört dazu und in Europa müssen wir sehr deutlich verstärkt anfangen. Herzlichen Dank. Ganz wichtiger Punkt. Auf das Verhältnis von Sicherheit und Werten würde ich auch gern später in der Diskussion noch mal zurückkommen. Ich möchte erst mal Herrn Gremlinger in Wien einbeziehen, der ja lange Jahre in der OSZE tätig war, nicht nur als Generalsekretär, sondern auch davor schon, also in einer Organisation par excellence für kooperative Sicherheit. Was ist Ihre Bilanz dieser Organisation
in den letzten Jahren. Wie funktioniert oder kann kooperative Sicherheit funktionieren unter der Bedingung, dass Multilateralismus nicht mehr denselben Stellenwert hat und wir einen Rückfall ins Nationale sehen, wie Frau Deubner-Gmelin das auch gesagt hat? Würden Sie diese gewisse Sklerose vielleicht auch bei der OSZE diagnostizieren? Well, let me perhaps thank at the outset the Friedrich Ebert Foundation. Ich möchte erstmal der Friedrich Ebert Stiftung ganz herzlich dafür danken, dass diese wichtige Initiative überhaupt ins Leben gerufen wurde. Wir alle wissen das und Reinhard Krumm hat bereits darauf Bezug genommen. Es besteht ein Problem der Sicherheit, das im Moment aber nicht besonders hoch im Kurs steht. Aber ich denke, es gibt keine Alternative dazu, dass die Staaten wieder begreifen muss, dass die Sicherheit gemeinsam nur funktionieren kann auf Kosten anderer. Danke, dass Sie die Bedeutung der gemeinsamen Sicherheit und der öffentlichen Sicherheit noch einmal hervorgehoben haben, was im Moment eine große Herausforderung darstellt. Zurück auf die Frage der Moderatorin. Wie sieht es aus mit der aktuellen Sicherheitssituation in Europa? Nun, kurz würde ich sagen, dass die Experten die Schlussfolgerung ziehen, dass die Risiken der nuklearen Eskalation in Europa relativ gering sind, auch im Vergleich zu anderen Regionen der Welt. Aber es gibt einige neue Entwicklungen auf unserem Kontinent, die sich beobachten lassen. Wir haben festgestellt, dass dieses komplette System der Waffenkontrollen auf nuklearer und auf konventioneller Ebene, das in den letzten 3 Jahrzehnten aufgebaut wurde, langsam aber sicher unterminiert und ausgehöhlt wird. Es gibt viele Unsicherheiten, CFI wird nicht mehr umgesetzt, Open Skies stellt uns vor neue Fragen. Also das System, das vor einiger Zeit das Frieden und Sicherheit in den letzten 30 Jahren garantiert wurde, zerfällt langsam aber sicher. Und mit der Aufweichung der Beziehung zwischen Russland und dem Westen gibt es natürlich zwischen den wichtigsten Akteuren im Bereich der Sicherheit einen großen Vertrauensverlust, der uns vor große Risiken stellt. Lang und mittelfristige Risiken, die je nachdem, wie sie sich gestalten, stärker oder geringer ausgefallen sind. Wie sieht es aus mit einem neuen Wettrüsten im Bereich konventioneller und nuklearer Waffen und wie sieht es aus mit unterschiedlichen Störfällen auf dem Boden, zu mehr in der Luft, die dazu führen, dass ungewollte Eskalation hervorgerufen wird, steigen weiter an. Die Ukraine gerät immer mehr aus der Kontrolle oder die NATO-Übungen nach Revolutionen führen auch zu unsicheren Situationen. Das führt zu einer stärkeren Polarisierung, zu einem Mangel an Vertrauen und auch zu größeren Herausforderungen im Bereich der vernünftigen Dialogführung. Ein neues Wettrüsten ist sehr gefährlich aus unterschiedlichen Gründen. Erstens aufgrund der sozioökonomischen Herausforderungen, die durch Covid-19 hervorgerufen werden. Unglaubliche Ressourcen müssen eingesetzt werden, um die Wirtschaftssysteme wieder aufzubauen und die sozialen Auswirkungen der Krise im Bann zu halten, um Frieden und Sicherheit auf staatlicher Ebene zu garantieren. Deswegen können wir uns es eigentlich gar nicht leisten, knappe Ressourcen für ein Wettrüsten einzusetzen. Ein letzter Gedanke zu diesem Punkt der aktuellen Sicherheitssituation innerhalb Europas. What is obviously true for security from a political military perspective is even Sicherheits- und militärische Organisationen müssen über transnationale Strategien sprechen. Zum Beispiel im Bereich der Bekämpfung von extremem Terrorismus, Menschenhandel, illegaler Handel von Waffen, Drogen, Bedrohungen durch Terrorismus, illegale Migration oder Klimawandel auf der Welt. All diese großen
Herausforderungen der Gegenwart gehen über Grenzen hinweg und müssen durch die nationale Völkergemeinschaft insgesamt angegangen werden, denn auch starke Staaten können diese Probleme alleine nicht bewältigen. Und das gilt natürlich auch für die Verbindung zwischen Covid-19 und der Sicherheit. Covid-19 hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, Informationen auszutauschen und gemeinsam Sicherheitsstrategien zu entwickeln. Multinationale Zusammenarbeit und ein enger Schulterschluss sind mehr als könnten Sie, vielen nötig Dank, Herr Gremlinger, könnten Sie vielleicht noch kurz etwas sagen, wie Sie in diesem Zusammenhang die OSZE sehen? Hat sie funktioniert als ein Instrument kooperativer Sicherheit in den vergangenen Jahren oder ist sie in Wahrheit genauso blockiert wie andere internationale Organisationen, in denen einfach sich Staaten versammeln, die nicht mehr am Multilateralismus interessiert sind und ihre eigenen nationalen Interessen in erster Linie in einer sehr engen Weise verfolgen? Ich würde zunächst auf die Instrumente gerne hinweisen, die die OSZE den Mitgliedstaaten oder teilnehmenden Staaten zur Verfügung stellt. Die Grundsätze, die Selbstverpflichtungen, denen sich die Mitgliedstaaten und teilnehmenden Staaten verpflichtet haben. Helsinki, da ging es los, 1975. Und natürlich haben wir dann auch die Charta von Paris von 1990. Ich denke, diese Grundsätze, diese Verpflichtungen, die gelten immer noch. Was wir brauchen, ist ein erneuertes Verständnis dessen, was die gegenwärtigen Sicherheitsherausforderungen in Europa für uns bedeuten. Die Grundsätze müssen wir nicht neu erfinden. Die haben weiter Bestand. Und das Gleiche gilt für andere Instrumente des Konfliktmanagements, der Konfliktvorbeugung oder auch Dialoginstrumente, die wir zur Verfügung stellen können. Die Instrumente, wie gesagt, sind da. Die teilnehmenden Staaten nutzen diese Möglichkeiten auch. Und sie nutzen sie auch tatsächlich sehr weitgehend. Und ich würde sagen, dass es auch in jüngerer Zeit wirklich einige Momente gegeben hat, an denen diese Instrumente erfolgreich angewendet wurden. 2014 zum Beispiel im Rahmen der Ukraine-Krise. Da konnte die OSZE eine Eskalation verhindern, einer sehr ernsthaften Krise. Oder die Krise 2017, frühere Jugoslawische Republik Mazedonien damals, wo dieser Werkzeugkasten tatsächlich seinen Wert unter Beweis gestellt hat. Denn die Situation konnte deeskaliert werden. Ich könnte hinweisen auf die Cybersicherheit, wo die OSZE die erste Organisation war, die vertrauensbildende Maßnahmen entwickelt hat, die wirklich eine gute Grundlage für den Aufbau von Vertrauen in diesem wichtigen Sicherheitsbereich sind. Also kurz zusammengefasst, die Instrumente sind da. Sie sollten systematischer und effektiver von den teilnehmenden Staaten aber genutzt werden, einschließlich natürlich der wichtigen Akteurinnen und Akteure der europäischen Sicherheit. Vielen Dank. Da höre ich einen Appell für einen Neustart, auch was diese Prinzipien angeht oder die Einhaltung dieser Prinzipien. Ich würde gerne jetzt noch mal auf die nukleare Frage zu sprechen kommen, die ja auch Teil der Umfrage, der Expertenumfrage war, die Reinhard Krumm vorgestellt hat mit einem, wie ich finde, sehr interessanten Ergebnis, nämlich einer Mehrheit, die sagt, sie sieht eigentlich im Moment kein Risiko eines Nuklearwaffeneinsatzes. Also das sind 55%. Und 44%, also einer Minderheit, die ein Risiko sehen, entweder ein niedriges oder ein etwas größeres, entweder für ein
zufälligen, sozusagen als Folge eines Unfalls oder Irrtum-Einsatzes von Nuklearwaffen oder aber auch eines beabsichtigten Einsatzes. Herr Vedrinen in Paris, was wäre Ihre Antwort auf diese Frage gewesen? Wie groß ist die Gefahr und was bedeutet es, wenn letztlich die nukleare Abschreckung, wie sie im Kalten Krieg organisiert war, unter den Bedingungen neuer, ganz anderer Machtkonstellationen auf der Welt nicht mehr funktioniert? Und ich schließe jetzt noch die für mich selbst persönlich wichtige und sehr interessante Frage in Bezug auf Frankreich an. Also wenn sich Europa nicht mehr auf den Nuklearschirm der USA verlassen kann, wie das bisher der Fall gewesen ist, wäre für Frankreich eine Europäisierung seiner Nuklearwaffen denkbar? Ich werde sehr französisch antworten. Das erwarten Sie ja auch von mir. Also zunächst einmal weiß ich nicht, warum man sagen kann, dass die nukleare Abschreckung nicht mehr funktioniert. Soweit ich weiß, hat es keinen Krieg zwischen Atommächten gegeben. Nicht einmal zwischen Indien und Pakistan. Ich denke also Folgendes: Die nukleare Abschreckung funktioniert auch weiterhin, aber kann natürlich nicht alle Themen abdecken. Selbst im Kalten Krieg war die nukleare Abschreckung zwischen Atommächten ja das, was den Frieden auch garantiert hat. Das war der Frieden zwischen den großen Atommächten. Das hat aber nicht verhindert, dass es zahlreiche andere Konflikte im sogenannten Süden gab. Also das ist nicht dieselbe Feststellung. Es gibt in Europa verschiedene Denkströmungen, verschiedene politische Ausrichtungen, Gruppierungen, die immer in Frage gestellt haben, dass die nukleare Abschreckung funktioniert. Und zwar entweder aus wirklicher Überzeugung heraus oder weil sie keinen Zugang zu der nuklearen Abschreckung hatten. Also ich denke, dass die nukleare Abschreckung weiterhin funktioniert. Und ich sehe auch nicht, welche politische Führungskraft aus welcher Atommacht sicher genug wäre, dass die Welt in 20 oder 30 Jahren so friedlich wäre, dass man die Nuklearwaffen abschaffen könnte. Ich weiß nicht, wer diese unglaubliche Verantwortung heute übernehmen könnte. Frankreich hat nukleare Abschreckung immer auf Minimalniveau angewandt, aus praktischen, aber auch aus theoretischen Gründen. Frankreich ist immer noch gegen die sogenannte abgestufte Antwort, ein Konzept, das akzeptiert, dass die Abschreckung zu einer Waffe wird. Und sollte es erst einmal um eine Auseinandersetzung zwischen Ost- und Westdeutschland gehen. Da gibt es Konzepte von Abschreckung, die ich absolut abwegig finde. Deswegen hat Frankreich Abschreckung immer auf Minimalebene angewandt. Und heute denkt Frankreich, dass die allmähliche Abschaffung der Atomwaffen von den USA oder Russland in verschiedenen Zusammenhängen, und hier ist ja auch China gar nicht eingebunden, also das heißt, die Abschaffung, wenn man so will, sämtlicher bemerkenswerter Arbeit, die vorgenommen wurde von verschiedenen amerikanischen Präsidenten, das ist sehr, sehr gefährlich, das aufzugeben. Und deswegen sollte man einen Rahmen wiederherstellen mit Mechanismen, Foren für Diskussion mit Russland. Man kann mit Russland nicht auf zwei verschiedenen Feldern spielen. Es gibt die, die denken, dass man wirklich sehr abschreckend sein muss, sehr hart sein muss gegenüber Russland. Und diese müssen aber auch akzeptieren, dass man gleichzeitig etwas anbieten muss.
und einen Rahmen abstecken muss gegenüber Russland. Diejenigen, die diesem oder denen dieser Ansatz widerstrebt, diejenigen, die besonders ängstlich sind in diesem Dialog mit Russland, sind die Europäer, das sind nicht die Amerikaner. Die Politik von Trump und Pompeo ist vollkommen absurd in verschiedenen Bereichen, aber nicht vollkommen unzusammenhängend. Denn selbst dieses Team denkt, dass man mit Russland sprechen muss, zum Beispiel über die Waffenkontrolle. Sie haben noch eine Frage gestellt. Wenn die Vereinigten Staaten diesen Schutzschild, diese Garantie aufgeben, so weit sind wir ja noch nicht, trotz dem, was Artikel Trump mehrfach über den Artikel 5 gesagt hat. Also stellen wir uns einfach mal vor, das passiert. Dann müssten die Europäer bereit sein, unglaubliche Bemühungen selbst zu unternehmen, um entsprechende militärische Kapazitäten aufzubauen, zu trainieren, daraus wirklich Kampftruppen zu machen, sich zu einigen darüber, wer denn dieser Armee vorstehen würde und wer ihr Befehle erteilen würde. Wenn das der Europäische Rat ist, der dann 3 Tage lang diskutieren muss, dann können wir es vergessen. Es ist also sehr kompliziert, insbesondere jetzt zum Nuklearen. Diese Frage stellt sich schon lange, denn schon Präsident Mitterrand hatte ja zu diesem Thema Stellung nehmen müssen. Ich habe diesen unglaublichen Moment ja erlebt, als Präsident Bush, der Vater, Helmut Kohl, Gorbatschow, Mitterrand und die anderen Europäer jeden Tag miteinander sprachen. Und gegenseitiges Vertrauen vorherrschte. Das haben wir leider nicht mehr. Das müsste man wiederherstellen. Aber zu Ihrer Frage zum Nuklearen. Wenn Europa selber Abschreckung aufbauen muss, würde dann eine rein diplomatische Entscheidung, eine verwaltungstechnische, technokratische Entscheidung, also zum Beispiel nukleare Abschreckung, die auf ganz Europa ausgedehnt wird, würde daran jemand glauben? Wäre das glaubwürdig, eine solche Entscheidung? Würde der potenzielle Aggressor das glauben? Weil Abschreckung betrifft ja eigentlich nicht die öffentliche Meinung im Inneren, die Medien oder Umfragen. Es geht ja darum, einem Aggressor Angst zu machen, ihn abzuschrecken. Also wäre das dieser potenzielle Angreifer, den man nicht kennt, in 20, 30 Jahren, wäre der wirklich davon überzeugt, dass es diese europäische Atommacht wirklich gibt und dass dann ein Angriff auf einen Flecken Europas irgendwo tatsächlich eine nukleare Antwort auslösen würde. Es ist also eine Frage der Glaubwürdigkeit. Es geht nicht um Nettigkeit oder Kameradschaft oder auch gute Nachbarschaft. Nein, es geht um Glaubwürdigkeit. Damit Abschreckung funktionieren kann, muss, ich weiß nicht, ob man das leicht dolmetschen kann, es braucht einen Abschrecker. Einen Abschrecker, einen einzigen, ganz oben, der wirklich glaubwürdig ist. Und der sagt, wenn Sie irgendwo das europäische Territorium angreifen, dann werden Sie zerschmettert, damit dann der Aggressor aufhört. Das ist ja der Mechanismus der Abschreckung. Also Ihre Frage ist sehr interessant und stellt eine sehr triftige Frage, aber vielleicht nicht in klassischen Kontext, wie man ihn seit 10, 20 Jahren kennt. Vielen Dank. Die zentrale Rolle der Glaubwürdigkeit, Frau Deubner-Mehlin. Erst auch an Sie die Frage, wie akut ist die Gefahr eines nuklearen Konflikts und was heißt es jetzt speziell für Deutschland, wenn wir sagen, diese Abschreckung, wie wir sie bisher kannten, ist möglicherweise in Frage gestellt für Deutschland, das sich ja enorm schwer tut mit dem gesamten Nuklearthema, das, wo klar ist, dass eine Mehrheit der Bevölkerung das extrem skeptisch sieht, selbst die Stationierung amerikanischer Atomwaffen in Deutschland, geschweige denn irgendein Nachdenken über eine deutsche Beteiligung an
einer europäischen Atommacht oder wie auch immer man sich das vorstellen könnte. Was ist da Ihrer Meinung nach der richtige Weg und das realistische Szenario? Also zunächst fand ich die Ausführungen von Hubert Védrine außerordentlich nachdenkenswert. Ich glaube, das, was passieren muss, ist, dass man diese Fragen nicht nur in diplomatischen Kreisen, sondern dass man sie in der gesamten Öffentlichkeit und dass man sie in der Zivilgesellschaft und dass wir sie auch im Bereich der kulturellen Zusammenarbeit sehr viel stärker diskutieren. Es ist ja in der Tat extrem komplex. Ich bin übrigens nicht sicher, dass, sagen wir, jetzt nehmen wir mal die jetzige Situation mit dem amerikanischen Atomschild. Wenn hier eine minimale Atombombe auf einen abseitigen kleinen Fleck im Bereich Europas hier geworfen würde, von welchem Feind auch immer, ich will mir das jetzt gar nicht ausdenken, dass das die Amerikaner dazu führen würde, einen atomaren Gegenschlag zu führen. Also das ist eine der Punkte, die ich auch sehr gerne diskutiert hätte. Jetzt unterstellen wir das aber mal, dass wir das in Bezug auf die Abwesenheit eines derartigen glaubwürdigen oder auch Nicht-Atomschildes diskutieren müssten. Ich bin nicht sicher, Kollege Védrine, dass, sagen wir, Frankreich mit seiner Atommacht ein glaubwürdiger Abschrecker sein könnte, wenn irgendein Feind, sagen wir, ich nehme jetzt Freunde auf dem Balkan, die zur EU gekommen sind, oder ich nehme Zypern, oder ich nehme irgendeinen Bereich in meinem Heimatland Baden-Württemberg als Ziel aussuchen würde. Wenn so etwas, und deswegen glaube ich, wird es diskutiert werden müssen, und die Situation ist dringlich, tatsächlich uns bevorstehen könnte und müsste. Es ist denkbar. Und deswegen bin ich der Auffassung, wir müssen das diskutieren. Frau Hoffmann, ich stimme Ihnen zu. Wir haben da in Deutschland wahnsinnige Probleme. Und ich war schon in Büchel und kenne auch die entsprechenden Initiativen, teile auch den Argwohn gegen Atomwaffen, weil die Existenzvernichtung ist für niemand etwas, was man gerne diskutiert oder gar auf die leichte Schulter nimmt. Aber wenn wir es diskutieren müssen, dann sind diese Fragen, glaube ich, die entscheidenden. Wenn Europa ein Abschrecker sein sollte, verehrter Hubert Védrine, dann werden wir uns eine Institution ausdenken müssen, die europäisch ist und die das dann auch sehr ernst nimmt, worum es geht. Ob das dann um Zypern geht oder ob es um eine Region, jetzt nehme ich den Bayerischen Wald, gell, oder in Südfrankreich geht. Das heißt, das sind dann Dinge, die sehr deutlich diskutiert werden müssen und so weit sind wir heute noch lange nicht. Also ich bin nicht in der Lage zu sagen, wie wir das angehen. Ich weiß nur, dass es keinen Sinn macht, die Augen zu verschließen. Und deswegen wird es diskutiert werden müssen. Ja, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Bevor ich Herrn Védrine die Chance gebe, darauf zu antworten, würde ich gerne die Frage, die dahinter steht, an Washington richten. Sie haben sie ja im Grunde auch formuliert, wenn irgendein Zipfel Europas angegriffen wird, gilt dann der Artikel 5 noch? Trump hat es ja wiederholt verbal in Frage gestellt. Und das verbale Infragestellen ist ja sicherheitsrelevant in solchen Situationen. Also gilt das noch, diese Glaubwürdigkeit in der Abschreckung, über die Herr Védrine gesprochen hat? Ich kann voll und ganz verstehen, dass der Präsident Trump Glaubwürdigkeit und das Vertrauen wirklich verspielt hat in den USA, weil er diese Sicherheitsgarantien für unsere NATO-Verbündeten nicht mehr garantiert. Aber ich kann Ihnen sicherstellen, dass die Regierung, der Kongress, sich dieser Sicherheitsgarantien und Glaubwürdigkeitsprinzipien sehr stark verpflichtet fühlt, auch heute noch. Ich glaube nicht, dass im Moment in Diskussionen irgendetwas aufgetaucht ist, das darauf hindeuten würde, dass die USA nicht Europa zur Seite stehen würde. Aber ich verstehe, dass man das grundlegend erst einmal in Frage stellt. Das ist ja auch die Herausforderung, vor der wir heute stehen.
aber ich möchte jetzt noch mal einen Schritt zurück tun im Moment. Ich denke, die Architektur zur Waffenkontrolle, zum Ende des Wettrüstens, ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, das uns zeigt, dass institutionelle Reformen vonnöten sind. Mit der Ausnahme des neuen START-Abkommens haben wir ja gesehen, dass alle Innovationen im Bereich der Waffenkontrolle der 80er und 90er Jahre einfach komplett verschwunden sind. Wir brauchen also wirklich was Neues. Waffenkontrolle, eine Kontrolle des Wettrüstens, müssen neu ausgerichtet und strukturiert werden, auch wegen Russland. Und natürlich stehen wir vor einer besonders großen Herausforderung, weil auch China in eine transparente, auf Vertrauen basierte Struktur mit eingebunden werden müssen. Die OSZE hat einen guten Ansatz gefunden für die Sicherheit und vertrauensbildende Maßnahmen und Konvergenz. Aber diese Architektur wird im Moment sehr stark reduziert. Aber wir bauen nichts Neues auf zurzeit. Aber wir brauchen unsere europäischen Partner sowie auch unsere asiatischen Partner, um ein modernes System zur Waffenkontrolle aufzubauen. Denn auch im Rahmen mit Herrn Widrins Aussagen möchte ich sagen, dass doch mehr und mehr Staaten versuchen, sich nukleare Waffen anzueignen, um ihr langfristiges Überleben zu sichern. Für mich bedeutet das natürlich auch, dass das Verständnis des Überlebens in Russland genau auf dieser Überzeugung auch basiert. Deswegen brauchen wir dringlich eine notwendige Diskussion, auch mit unseren russischen Kollegen, wo einige unserer Verträge überarbeitet werden. Wir haben viele Dinge einfach zu selbstverständlich erachtet und Abschreckung als zu überzeugend gesehen, als dass wir diese neue Architektur bereits aufgebaut haben. Aber wir brauchen das auch im Bereich Weltall, Cyber und neue Waffensysteme. Und da müssen wir wirklich viel Arbeit dran legen, denn das ist ein Thema mit Dringlichkeit und unsere europäischen Partner müssen ein wichtiger Gesprächspartner in der Diskussion sein. Viele Themen, die da angeschnitten wurden. Herr Widrin, möchten Sie direkt auf Frau Conley und Frau Deubner-Gmelin antworten, weil die ja sich auch auf Sie bezogen haben? Ja, ich möchte das gerne beantworten, aber können Sie das kurz in zwei Worten zusammenfassen, weil der Ton schlecht war? Ich habe nur Bruchstücke hören können. Ich kann natürlich einen Kommentar abgeben, aber wenn Sie mir in einer Minute zusammenfassen könnten, was gesagt wurde, wäre das besser. Also, das ist jetzt wirklich eine Herausforderung, aber ich habe, und ich hoffe, dass ich da jetzt niemandem Unrecht tue, aber ich habe Frau Deubner-Gmelin skeptischer gehört, als Sie das sind, was die Glaubwürdigkeit der Abschreckung angeht. Ich mache es mir selbst. Okay. Es waren eigentlich zwei oder bis drei Punkte. Können Sie mich verstehen? Monsieur Vitrine, vous pouvez m'entendre? Vous écoutez ce que je dis? Oui, allez-y, oui. Okay. Also, ich fasse es zusammen. Es sind zwei oder drei Punkte. Ich habe zum einen daran gezweifelt, dass heute die Abschreckung von Seiten der Amerikaner so funktionieren würde, wenn es sich um einen in den Augen der amerikanischen Regierung geringwertigen Teil von Europa handelt. Ich habe zum Zweiten dann gesagt, dass ich nicht sicher bin, dass Frankreich ein glaubwürdiger Abschrecker sein könnte und dass ich der Auffassung bin, wenn Europa ein glaubwürdiger Abschrecker werden soll, geht das nur durch glaubwürdige europäische Persönlichkeiten und Institutionen. Aber mein Hauptpunkt war, dass ich Ihre Auffassung für und das, was Sie sagten, für extrem wichtig halte und der Auffassung bin, dass wir diese Fragen sehr viel stärker und sehr viel öffentlicher, auch sehr viel breiter diskutieren müssen, als das bisher der Fall ist, gerade auch bei uns in Deutschland, aber auch in ganz Europa. Ich kann verstehen, warum die Skepsis so vorhanden ist, weil niemand gerne über die eigene Existenzvernichtung redet und das wird es ja bedeuten. Und die in eine andere Hand zu geben oder auch nur in eine supranationale Hand zu geben, ist verdammt schwer.
Aber ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen können. Nur der erste Schritt müsste, glaube ich, sein, dass wir anfangen, uns Mechanismen der Diskussion, der breiten Diskussion auszudenken, wie wir das gerade auch zwischen unseren französischen, unseren anderen Nachbarn und auch den Deutschen tun. Gerade auch wegen der sehr großen Unterschiede, die wir dazu ja auch in EU-Europa haben. Okay? Ja, ich möchte das jetzt gerne aufnehmen. Ja. Erster Punkt. Es geht jetzt nicht um Ihre direkte Frage, aber ich habe eben die das Thema Abschreckung gehört und Massenvernichtungswaffen. Und das haben wir ja mit Russland dann in den Griff bekommen, weil damals bei Kennedy war es ja so, dass 30 Atommächte angekündigt waren. Und das ist ja nun nicht eingetreten. Also haben wir hier nichts, sind wir nicht vollkommen gescheitert. Aber darum geht es jetzt nicht. Zur Glaubwürdigkeit der Garantie des amerikanischen Schutzschildes. Das hängt eigentlich von der Zukunft des amerikanischen Volkes ab. Und da es ja viel auch um die Zivilgesellschaft geht, hängt es natürlich auch von der öffentlichen Meinung ab. Wenn Roosevelt seiner öffentlichen Meinung damals zugehört hätte, dann wäre er nicht in den Krieg eingetreten, noch nicht einmal nach Pearl Harbor. Und weder Präsident Wilson 1917 hätte das getan. Wenn, also als im Ersten und Zweiten Weltkrieg die Vereinigten Staaten letztlich in den Krieg eingetreten sind, dann nicht, weil es einen Vertrag gab. Es gab keinen Vertrag. Die Realität dieses Schutzschildes hängt also nicht von einem Vertrag ab und hängt auch nicht von der Anzahl der Deutschen auf deutschen Stützpunkten ab. Die Amerikaner könnten sämtliche Amerikaner von ihren Stützpunkten in Deutschland abziehen. Aber das hat eigentlich mit dem Engagement nichts zu tun. Das heißt also, dass die Vereinigten Staaten morgen und übermorgen sich einsetzen werden für den Erhalt Europas. Und das ist für sie von vitalem Interesse. Wenn morgen Europa, das ist jetzt eine absurde Annahme, aber wenn jetzt Europa morgen unter der Fuchtel von Russland oder China stünde, dann wären die Vereinigten Staaten ja auch keine Weltmacht mehr. Also da gibt es einen Grundmechanismus, egal was nun in den Verträgen steht oder was die Präsidenten verkünden, das ist eigentlich für die Vereinigten Staaten unmöglich. Und das, da geht es um einen wirklichen Angriff. Natürlich muss man jetzt sehen, wie das mit den sogenannten Hybriden Bedrohungen aussieht. Das ist ein Einfluss, der ausgeübt wird auf ein kleines Land an der Peripherie. Und deswegen muss man hier natürlich die Anwendung des Artikel 5 klären. Und ich möchte diese Elemente noch einmal aufgreifen. Also, was ist genau die amerikanische Glaubwürdigkeit? Wo liegt da die Essenz? Zweitens, jetzt zu Frankreich. Ich habe eben daran erinnert, dass das keine französische Frage ist, sondern eine Frage der Glaubwürdigkeit des Abschreckers. Wenn Sie sagen, Frau Deubner-Gmelin, dass Frankreich nicht glaubwürdig genug ist, dann ist das vielleicht richtig. Das ist ein komplexes Thema, aber das hat ja eigentlich mit den Zahlen nichts zu tun. Wenn man effizient abschrecken möchte, dann muss man ein Land ja nicht 20 Mal zerstören. Und es gibt doch diese großen Atomarsenale, die zwar geringer geworden sind, aber immer noch mehrfach die Welt zerstören könnte und die amerikanischen noch wesentlich stärker als jetzt die französischen oder andere. Wir haben in Amerika natürlich auch die entsprechenden Firmen, die herstellen müssen und immer mehr Waffen produziert haben. Aber das brauchen wir eigentlich nicht, um abzuschrecken. Wenn ein Land, zum Beispiel Frankreich oder eines Tages Europa in ihrer Annahme, einige Atomwaffen hat, ein Minimum, um abschrecken zu können und die Existenz zu sichern, dann
kann man da ja keine Analogie zum konventionellen Bereich herstellen. Wenn also Frankreich morgen in Ihrem Szenario nicht glaubwürdig ist, dann nicht, weil es nicht genügend Atomwaffen gibt und Raketen, sondern weil man nicht weiß, wie man den Widerspruch auflösen soll zwischen im europäischen System dem, was Jacques Delors den Verbund der Nationalstaaten genannt hat. Das heißt, wir werden ja niemals in einem wirklichen föderalen Staat sein. Es wird niemals eine Einheit geben, die diese Glaubwürdigkeit hat und mit Leben und Tod spielen kann. Also bei der Abschreckung geht es nicht darum, über unser Verschwinden von dieser Erde nachzudenken, sondern man denkt eher darüber nach, was unsere Existenz sichern kann. Also Frieden und Freiheit. Das ist also ganz anders. Es ist ein sehr komplexes Thema. Und das ist sehr schwer anzugehen. In Frankreich spricht man sehr viel darüber, aber mit sehr viel Routine, weil das ein klassisches Thema ist. Und in Deutschland ist es ja fast unmöglich, entschuldigen Sie das so zu sagen, aber in Deutschland gibt es ja eine Phobie gegen das Nukleare, also auch gegen die zivile Atomkraft, obwohl das eigentlich ja nicht so schlimm ist wie die Kohle. Aber gut, da komme ich wieder zurück zu dieser sogenannten Riposte graduée, also der schrittweisen Reaktion oder dem schrittweisen Gegenschlag, der General de Gaulle aufoktroyiert wurde von Amerika, und das wäre mit Mittelstreckenwaffen ein theoretischer Krieg zwischen den beiden Teilen Deutschlands gewesen. Das war komplett absurd. Aber da muss man sich vielleicht in die damalige Psychologie zurückversetzen. Und ich habe an Hunderten von Kolloquien teilgenommen in meinem Leben und habe festgestellt, dass es sehr schwierig ist, über diese Fragen zu diskutieren. Deswegen interessiert mich unser heutiger Austausch sehr. Die anderen europäischen Länder denken, dass die Franzosen immer sehr nationalistisch denken. Aber das ist eigentlich so nicht der Fall. Gut, ich denke, Sie haben alle verstanden, was ich sagen wollte. Aber ich teile diese Meinung voll und ganz. Es ist höchste Zeit, darüber zu sprechen. Und selbst wenn Amerika sich nicht morgen völlig zurückziehen wird, so ist das wirklich ein grundlegend wichtiges Thema. Und ich unterschreibe diesen Vorschlag, beziehungsweise ich gebe Ihnen recht. Wir müssen jetzt darüber sprechen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich finde, wir haben hier eine unheimlich spannende Diskussion zu einem wirklich ganz zentralen Aspekt europäischer Sicherheit. Trotzdem würde ich gerne das nukleare Thema im engeren Sinne jetzt verlassen und auch unseren Zuschauern die Chance geben, hier mit einer Frage reinzukommen. Und gleichzeitig Herrn Gremlinger, der ich schon unruhig werden sehe, weil er, glaube ich, auch sich zu Wort melden möchte. Ich gebe Ihnen dafür eine Zuschauerfrage mit. Und zwar fragen unsere Zuschauer, ist die Interessendivergenz europäischer Staaten das größte Hindernis für kooperative Sicherheit? Und das ist, glaube ich, auch eine gute Frage an Sie, da Sie das ja in der OSZE tatsächlich auch erleben oder erlebt haben. Ja, vielen Dank, dass Sie mich da in die Diskussion wieder mit reinbringen. Ich möchte gerne die Perspektive ein bisschen erweitern und über das Nukleare hinausschauen. Ich unterstütze absolut, was Heather sagte, dass unser Rüstungskontrollsystem reformiert werden muss. Ist absolut der Fall. Es gab keine ernsthaften Reformen seit 10, 15 Jahren schon nicht. Aber lassen Sie mich Ihnen sagen, das ist wirklich eine schwierige Zeit dafür. Wir leben ja in einer Zeit, in der wir einen großen Vertrauensmangel zwischen den großen europäischen Sicherheitsakteuren haben. Also mein Plädoyer wäre, fangen wir erstmal damit an, das zu erhalten, was wir haben, und dann reformieren wir schrittweise. Und managen wir ein bisschen die Erwartungen in Bezug auf das, was leistbar ist, was ist erreichbar, in welchem Zeitrahmen. Natürlich
brauchen wir die neuen Akteure im Sicherheitsbereich, die müssen an Bord genommen werden. Aber sei mal vorsichtig, schauen wir auf das, was machbar ist. Und zerstören wir nicht noch die letzten Elemente dieses komplexen Rüstungskontrollsystems, das wir in den letzten 30 Jahren aufgebaut haben. Und das uns ja wirklich einiges an Stabilität gebracht hat. Ich komme jetzt zurück auf die Frage aus dem Publikum. In der Tat denke ich, dass es die Aufgabe einer Organisation wie der OSZE ist, auch in einem Bereich, wo die Interessen ein bisschen auseinandergehen, die Bereiche zu identifizieren, wo die Interessen sich decken, die Sicherheitsinteressen, gerade da, wo es sehr polarisiert ist in der politischen Arena. Und ich glaube, dass man sich in manchen Bereichen doch sehr viel einiger ist als in anderen Sicherheitsbereichen. Sprechen wir zum Beispiel über Menschenhandel. Das ist kein Ost-West-Thema. Da gibt es eine große Konvergenz und eine große Einheit, dass man dem wirklich begegnen muss. Cyberverbrechen, ein bisschen komplizierter, Cyberbedrohungen, aber ich denke, da gibt es schon ein gemeinsames Interesse. Einen Cyberspace zu schaffen, der sicher und geschützt ist. Ich habe ja eben schon neue transnationale Herausforderungen angesprochen, wie zum Beispiel die Sicherheitsauswirkungen des Klimawandels, die sicherheitspolitischen Auswirkungen des schnellen technologischen Wandels. All das sind grenzüberschreitende Fragen. Und die Herausforderung ist, zu identifizieren, wo in einer Mitgliedschaft, die sich nicht in allem einig ist, die Interessen zusammenfallen oder zusammenlaufen und da zu versuchen, darauf aufzubauen. Das Inseln der Zusammenarbeit, Islands of Cooperation, wurde das von einer Stiftung mal genannt. Ich glaube, das wird es uns möglich machen, zwei Ziele zu erreichen. Einerseits gemeinsame Antworten auf Sicherheitsbedrohungen zu finden und andererseits nach und nach ein bisschen das Vertrauen wieder aufzubauen, was über die letzten Jahre verloren gegangen ist. Ich würde natürlich sofort noch sagen, dass wir da auch noch Fortschritte bei anderen Konflikten brauchen, die wir in Europa haben. Ich bin immer noch der Auffassung, dass es wichtig ist, diese Bereiche zu identifizieren, wo die Interessen zusammenlaufen, auch in einer Mitgliedschaft, wo es verschiedene Interessen gibt und wo die Meinungen auch auseinandergehen. Finde ich ein sehr spannender Gedanke, diese Islands of Cooperation, Frau Däubler-Gmelin. Das passt so ein bisschen auch in den Zusammenhang der Frage, die ich an Sie richten wollte. Denn wir haben ja bisher Sicherheit in Europa sehr stark im Zusammenhang mit westlichen Werten gedacht. Also die NATO hat sich immer auch als Wertegemeinschaft verstanden, auch wenn das vielleicht nicht immer so stimmte und sich da auch manches schön geredet wurde, vor allen Dingen im Hinblick auf die Türkei. Aber das war doch ein grundsätzliches Verständnis. Und wie können wir uns die kooperative Sicherheit, die Herr Krumm angeregt hat und über die Herr Gremlinger jetzt auch gesprochen hat, vorstellen? Ist das eine Sicherheit, die wir uns eigentlich nur mit like-minded westlichen Demokraten denken? Oder ist das gerade anders, eine Sicherheit, die wir
ein Inseln der Kooperation gestalten, auch mit Staaten und Regimen, die möglicherweise Menschenrechte missachten oder sich auch in der Staatsform mit autoritären Regimen, die sich völlig anders in ihrem Wertesystem verorten, als der Westen das tut oder der bisherige Westen das tut? Das ist eine Frage, für die bräuchten wir ein bisschen länger, mindestens einen ganzen Workshop. Ich will versuchen, das eine oder andere Stichwort reinzuwerfen und spreche ganz bewusst langsam, damit man da nicht meint, ich rede über Zahlen, wenn ich das gar nicht mache. Aber Verträge, über die wir gerade geredet haben, auch OSZE, auch Rüstungskontrollverträge, die sind ja, wenn Sie so wollen, mit ideologischen Gegnern geschlossen worden. Die waren aber in Bezug auf diese Fragen durchaus like-minded, wenn auch unter ganz anderen Aspekten. Ich glaube, das Modell, das wir gerade gesehen haben, das ist schon eine Methode, die man sich überlegen kann. Man kann sie nur nicht überall anwenden. Ich meine, man muss natürlich sehen, es kommt ein bisschen drauf an, was wir jetzt betrachten. In Europa haben wir ein unglaublich dichtes Gerüst von existenten Normen. Und das Problem ist, dass, deswegen habe ich von Sklerose gesprochen, dass wir ein paar Leute haben in den Führungsetagen, auch der EU-Regierungen, die meinten, das sei für sie, wenn es ihnen nicht passt, eigentlich nicht unbedingt gültig. Das haben wir, wenn wir den Blick jetzt in Richtung China oder in Richtung Russland, aber auch in Richtung Amerika weiten, haben wir die gleiche Tendenz ebenfalls. Und ich glaube, es ist einfach auch noch der Mühe wert, mal nachzudenken, woran liegt es eigentlich? Woher kommt diese Form der, der immer stärker werdenden Unkooperativität? Das heißt, des Widerstands gegen kooperative Möglichkeiten, weil, wie wir gerade gehört haben, Insellösungen, Möglichkeiten, die differenziert einzusetzen, die gibt es ja. Und Normen gibt es auch. Und ich will einfach mal sagen, ich sehe vier Machtaspekte, die einfach auch dazu führen zu sagen, wir schaffen das allein besser. Ich halte es für ein Irrtum, aber dennoch gibt es leider Regierungen, die das wollen. Dann gibt es ein starkes Konkurrenzdenken, das natürlich auch von unterschiedlich großen Wirtschaftsapparaten kommt. Es gibt ganz sicher die Verführung zum Populismus, gerade auch in Ländern, man kann es bei Herrn Trump auch sehen, aber nicht nur dort, die gewählt werden wollen und dies mit einer Bevölkerung zu tun haben, die nicht gerne komplex und differenziert denkt oder das auch nicht gelernt hat. Und dann gibt es auch, ich bitte mir das zu verzeihen, aber ich war ja auch mal eine von denen, es gibt eher ängstliche und zurückhaltende konservative Politiker, die wir im Augenblick eigentlich nicht brauchen können. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was wir wollen und welche der Methoden wir anwenden können. Ich denke deswegen auch bei meiner ersten Intervention die Tatsache, dass wir bei uns in der EU anfangen müssen. Die Methoden haben wir, die Insellösungen können wir machen. Es kommt darauf an, auf welchem Gebiet man sie macht. Und selbstverständlich können wir nicht über westliche Werte mit jemand reden, der sie jeden Tag mit Füßen tritt. Da muss ich aber dann nicht nur nach Russland gucken, sondern da kann ich auch nach Washington gucken, so leid mir es tut. Und so sehr ich meine amerikanischen wirklichen Freunde schätze. Frau Conley, ich glaube, das ist der Moment für Sie, hier vielleicht das zu kommentieren, darauf einzugehen, was Frau Däubler-Gmelin gesagt hat. Und wie Sie aus Washington den Zusammenhang zwischen kooperativer Sicherheit und Wertegemeinschaft sehen. Ja, vielen Dank. Was für eine reichhaltige Diskussion. Das ist wirklich sehr wertvoll. Ich glaube, was wir hier gerade sehen,
bei unserem Versuch, den Multilateralismus zu reformieren und unsere institutionelle Struktur zu reformieren. Und das ist wirklich wichtig, ob es nun Rüstungskontrolle ist oder Handel oder jedes andere Thema. Diese Institutionen, die mussten schon seit Jahren reformiert werden. Ob die Vereinigten Staaten jetzt einseitig diese Krise hervorgerufen haben und Länder dazu zu zwingen, diese Institutionen zu reformieren, die Vereinigten Staaten zu ersetzen, ist die Frage. Aber wir müssen wirklich auf die Reformen achten. Und das muss von unten nach oben geschehen. Ich sehe es so. Ich glaube, größere Einheit in Europa in Sachen Außen- und Sicherheitspolitik wäre gut, aber es ist einfach die menschliche Natur. Es ist schwierig. Ob das G7, ob das OSZE ist, ob das NATO ist oder die EU27, es ist einfach sehr schwierig, dann Konsens herzustellen. Was man also hat, ist Koalitionen der Willigen oder der Engagierten, wie man es auch nennen mag, die in bestimmten Politikbereichen zusammenarbeiten. Da haben sie vielleicht in Europa, haben sie zum Beispiel die Visegrad-Staaten. Oder sie haben Koalitionen, die sich zusammenfinden, weil sie politisch übereinstimmen. Und das ist vielleicht so ein Anfang mit dieser institutionellen Reform. Und dann ist es hoffentlich so, dass die Organisation diesen Konsens dann aufbauen kann mit größeren Zahlen. Aber Inseln der Zusammenarbeit, das ist natürlich ein guter und wichtiger Schritt. Hat allerdings auch seine Grenzen, was solche Koalitionen oder Inseln gemeinsam tun können. Man braucht diese größeren Strukturen und größere Akteure. Die Vereinigten Staaten können vieles alleine machen, aber sie kommen nicht sehr weit ohne Bündnispartner. Russland und China können unilaterale Schritte ergreifen, haben sie auch gemacht, aber die kommen auch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Also glaube ich schon, dass diese Wertegemeinschaft sich tatsächlich festigen muss, um spezifische Prinzipien und Grundsätze herum. Und da muss man auch bereit sein, Opfer für zu bringen. Ob das nun höhere Ausgaben für Verteidigung sind, ob das Sanktionen sind, um die Prinzipien zu verteidigen. Aber wir müssen immer einen Dialog finden auf der Grundlage dieser Prinzipien mit Ländern, die sich auch diesen Prinzipien nicht verschreiben. Also die Tür muss offen bleiben, dass wir weiter sprechen können. Das ist also schon ein Moment, wo viel im Fluss ist im internationalen System. Und ich glaube, dass wir schon noch sehen werden, dass wir flexibler sein müssen und Multilateralismus nicht so streng und eng und starr sehen dürfen. Hoffentlich ist das ein Reformpfad, sodass wir zu dieser Wertegemeinschaft wieder zurückkommen können und dann diesen internationale Gerüst wieder aufbauen können für die ganzen transnationalen Bedrohungen und Herausforderungen. Klimawandel, Korruption ist ein massives Thema, wo wir eine starke Wertegemeinschaft brauchen und einen demokratischen Ansatz. Eine Menge Themen. Aber wir müssen den Multilateralismus reformieren und neu aufbauen, damit er erfolgreich sein kann. Wir können das so jetzt nicht machen, denn so funktioniert es jetzt einfach nicht. Ganz herzlichen Dank. Ein ganz starkes Plädoyer für Reform des Multilateralismus. Auch der Gedanke Korruption, das schließt ja ein bisschen an das, womit Sie angefangen haben, über die Bedeutung von Recht. Ich glaube, es ist Zeit, unsere Zuschauer noch mal reinzuholen. Und die beschäftigt Russland. Herr Wedrin, Sie hatten da vorhin ja sich auch schon in die Richtung geäußert. Und deshalb richte ich jetzt an Sie die Frage unserer Zuschauer. Was kann Europa tun, damit Russland seine Zukunft wieder in Europa sieht? Darf ich kurz einen Kommentar zum Multilateralismus abgeben, bevor ich zu Russland antworte? Natürlich. Ich bin ganz Ihrer Meinung, wir müssen auf jeden Fall den Multilateralismus mit neuem Leben füllen, müssen also überzeugen,
alle Regierungen überzeugen, die glauben, dass das keinen Sinn mehr hat, zusammenzuarbeiten und dass sie ihre Ziele besser erreichen im Alleingang. Und in dass die Vereinigten Staaten unilateralistisch werden, alles alleine machen. Um die anderen aber davon zu überzeugen, dass es Sinn macht, wieder zusammenzuarbeiten in den genannten Bereichen, aber man kann ja von dem Augenscheinlichen ausgehen, das heißt also besser zusammenzuarbeiten gegen die nächsten Pandemien zum Beispiel. Aber idealisieren sollte man den Multilateralismus auch nicht. Heute tut man so, als ob Multilateralismus von allen ganz großartig ausgelebt wurde seit 1992. Das stimmt aber nicht. Wenn die USA multilateralistisch gewesen wären, dann hätten wir Bretton Woods 1991 nicht zerstört. Es hätte auch keine unilaterale Sanktionspolitik gegeben auf extraterritorialer Ebene. Das ist ja vollkommen gegen das Völkerrecht. Man könnte jedes Land nehmen, Frankreich übrigens auch. Kein Land ist ja voll und ganz multilateralistisch. Das gibt es nicht. Naja, vielleicht die Schweiz. Also muss man das wieder ankurbeln, aber auf glaubwürdige Art und Weise, ohne sich eine Welt vorzustellen, die es nie gegeben hat. Man muss sich also Themen überlegen, zu denen die kurzfristigen nationalistischen Ansätze, die wir jetzt im Augenblick haben, diese Alleingänge nicht funktionieren. Der Populismus ist kein Virus, kein schlimmes Virus, das ein gut funktionierendes System angegriffen hat. Der Populismus, da haben wir ja die große Breite der Bevölkerung, die nicht mehr daran glaubt, an Europa, an internationale Institutionen und so weiter. Also müssen wir wissen, warum sich die Bevölkerung hier abgewandt hat. Jetzt zu Russland. Ich habe das eben schon angesprochen. Also man sollte nicht alles schwarz-weiß sehen. Russland sieht da etwas Originelles, was nicht Europa ist und auch nichts anderes. Und ich glaube, wenn man auch viele Aspekte der russischen Politik verurteilen kann und mit dieser Politik nicht einverstanden ist, so muss man langfristig doch ein Gleichgewicht beibehalten zwischen einem festen Ansatz, aber auch dem Dialog und der Diskussion. Gegenüber Russland sollten wir im Westen nicht uns von unserem direkten Gefühl leiten lassen. Das heißt, Putin hassen zu 100%, das ist keine Politik. Man muss an das Russland von morgen denken und die Beziehungen zwischen Europa und Russland in 10, 20, 30 Jahren. Ich bin deswegen ein Verfechter einer pluralistischen Politik. Ich stelle übrigens fest, dass im Kalten Krieg, wo wir ja die großen Abrüstungsabkommen hatten, die ja genannt wurden, die ja eigentlich abgeschlossen wurden, als die Sowjetunion viel gefährlicher war als Russland heute, stärker, aggressiver und vor Gorbatschow von gefährlichen alten Männern geleitet. Da hatten wir doch Vertrauen, Selbstvertrauen. Da haben wir großartige Abkommen schließen können. Und heute sollte der Westen nicht so tun, als ob er den Kalten Krieg verloren hätte und jetzt wie das Kaninchen vor der russischen Schlange sitzt. Wir müssen Vertrauen, Selbstvertrauen haben. Um jetzt etwas Konkretes vorzuschlagen, aber wir haben ja die Priorität schon genannt, also in Europa mit Russland zusammen einen Rahmen und einen Prozess zu schaffen für Rüstungskontrolle und der gefährlichen Entwicklungen, die es geben kann. Und dann kann es auch im Energie- oder im Umwelt-, im Raumfahrtsbereich Zusammenarbeit geben. Also ich denke, dass man so diese Zusammenarbeit mit Russland angehen sollte und dass man dann auch Institutionen wie zum Beispiel die OSZE dafür nutzen kann. Ganz herzlichen Dank. Wir sind leider schon fast am Ende unserer Zeit. Ich habe eine extrem spannende und auch wirklich tiefgehende Diskussion gehört, vor allen Dingen, was
die Frage von Glaubwürdigkeit in Abschreckung, was die Nuklearfrage, was Rüstungskontrolle angeht. Ich möchte jetzt zum Schluss noch mal Frau Däubler-Gmelin die Gelegenheit geben, sich zu äußern zu dem, was Herr Wedrin eben gesagt hat, oder insgesamt zu einem Aspekt der Diskussion. Und ja, bitte, zunächst einmal Sie. Vielen herzlichen Dank. Ich werde es kurz machen. Ich finde, diese Diskussion war zu kurz. Ich bedanke mich sehr bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, dass diese Themen aufgegriffen werden, und freue mich, dass unsere Diskussion in den kommenden Workshops fortgesetzt wird. Gleichzeitig will ich nochmals unterstreichen, wie ich eigentlich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer jetzt dieses Panels verstanden habe. Zum einen, realistisch ist es zu sehen, Gefühle sind keine Politik. Es wird immer unterschiedliche Interessen geben. Kooperation über die Grenzen ist mehr denn je notwendig. Neue Ansätze auf der Basis der Erfahrungen, die wir gemacht haben, sind erforderlich. Und das hat mir besonders gut gefallen, lieber Hubert Wedrin, wir sollten nicht nur vertrauensbildende Maßnahmen neu schaffen, sondern wir sollten auch mit Selbstvertrauen daran gehen, die Verhältnisse in Europa und darüber hinaus wieder etwas stärker zu gestalten. Ich bedanke mich ganz herzlich und darf, glaube ich, Ihr Einverständnis voraussetzen, dass ich nicht nur der Friedrich-Ebert-Stiftung und den anderen Panelisten, sondern insbesondere unserer Moderatorin Frau Hofmann ganz herzlich Danke sage und sage auf Wiedersehen, herzlichen Dank in alle Welt. Vielen, vielen Dank. Herr Krumm möchte noch einmal. Ja, ich wollte noch eine Bemerkung zu der kooperativen Sicherheit machen. Uns ist völlig klar, dass kooperative Sicherheit nur eine von vielen Möglichkeiten ist, über europäische Sicherheit zu sprechen, Ansätze zu finden. Genauso wie es 1975 viele Ansätze gegeben hat. Wir schauen zurück und denken, es war nur der KSZE-Prozess. Nein, es waren viele. Aber das Gefühl ist, kooperative Sicherheit, eben weil es nicht der Zeitgeist ist, hat es aber verdient, erneut darüber zu sprechen. Dass wir darüber sprechen. Und mein Gefühl ist tatsächlich, heute war es eine sehr tiefgründige Diskussion. Und wir von der Friedrich-Ebert-Stiftung sind froh, dass es dazu gekommen ist. Ja, also im Namen aller hier ganz herzlichen Dank nach Wien, nach Washington und nach Paris. Und das war ja jetzt hier erst der Auftakt der Tiergartenkonferenz. Morgen und übermorgen geht es weiter mit weiteren Diskussionen zum Thema kooperative Sicherheit. Sie können sich dann mit den gleichen Zugangsdaten wie heute auch wieder einwählen und teilnehmen. Und wir haben noch die Bitte nach einem kleinen, kurzen Online-Feedback, an dem Sie teilnehmen können, maximal 2 Minuten. Das hilft, einfach für weitere Veranstaltungen zu wissen, was wir noch besser machen können. Ganz herzlichen Dank.